Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf mich begrüßen, ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Wochenanfang und natürlich einen geilen Tag. Ja, ich habe mir ja zur Lebensaufgabe gemacht, euch mit Informationen zu dienen. Das heißt, wenn irgendwas Neues rauskommt, das heißt, neuer Champion, neues Rework, neuer Patch, was auch immer, dann bin ich zur Stelle und sage euch das. Und genau so ist es heute nämlich passiert. League of Legends ist ja aktuell so in der Entdeckungsphase und die haben sich gesagt, hey, wir gucken ja, was wir für neue Game-Modes rausbringen. Es gibt sowas wie Nexus Siege und diesen ganzen Kram. Und ich will jetzt nicht um den heißen Brei herumreden. In Amerika, tatsächlich das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, ist Schach der letzte Schrei. Auf den Pausenhöfen, in der Schule, in der Kantine, bei der Arbeit, in der Fahrschule, in der Bootsfahrschule, überall spielen die Leute dort Schach. Das ist natürlich Quatsch. Dota Auto Chess ist der Game Mode, der kommen wird. Dota Auto Chess, ich denke mal, ist eigentlich so gut wie jeden ein Begriff und soll jetzt in League of Legends kommen. Ja, ist kein Joke, ist kein April oder irgendwie sowas. Das ist wirklich so. Hier oben steht nämlich auch, sie sind aktuell mit dem Totally New Game Mode am Probieren und der wird diesen Monat, later this month, wahrscheinlich gegen Ende dieses Monats sogar, auf den PBE-Server kommen. Ich meine, vielleicht sogar mit etwas Glück diese Woche. Für jeden, den Dota Auto Chess bzw. LOL Auto Chess nichts sagt, das ist ein rundenbasiertes Spiel, hat im Prinzip nichts mit Mechanics oder Skill zu tun, sondern eher was mit Brain und Nachdenken, Strategien. Ihr setzt jede Runde verschiedene Einheiten auf dieses Board, die ihr kauft und könnt dadurch eine Armee zusammenstellen. Das heißt, wir haben hier einen Warwick tatsächlich, Fiora und Mordekaiser. Und mit dieser Armee könnt ihr dann den Gegner angreifen und müsst gleichzeitig aber auch mit dieser Armee verteidigen. Ja, ich denke mal, jedem ist das ein Begriff. Und Riot hat nämlich auch gesagt hier, sie sagen, wir finden natürlich Dota komplett scheiße. Nein, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber finden Dota Auto Chess ziemlich cool, ne? Das steht hier irgendwo, sie sagen, ja, Dota Auto Chess ist ein richtig cooler Mode und wir würden sowas auch gerne machen für League of Legends, ne? Und ich muss sagen, jeder, der Dota Auto Chess schon mal gespielt hat, dieses Game macht komplett gigasüchtig. Das ist wie Treibsand. Sobald ihr einmal da reintretet, werdet ihr komplett nach unten gezogen und euer Real Life ist weg. Puff. Einfach vorbei. Das heißt, sollte dieser Game-Mode wirklich in League of Legends kommen und ihr habt noch irgendwas vor mit eurem Leben, Ziel erreichen, Zähne putzen, Hund raus, Gassi gehen, Sport machen, Abitur, Studium, spielt kein Dota Auto-Chess, spielt kein LOL-Auto-Chess, ist vorbei. Könnt ihr alles an die Wand nageln. Alles, das sind all diese Träume zusammengeknüttelt, ab in den Mülleimer. Also das Spiel macht gigamäßig süchtig, kann ich sagen. Die Frage ist natürlich, ob es genauso wird wie das richtige Dota Auto Chess oder ob sie mehr mit reinbringen. Ich denke, das wird sehr wichtig, dass sie zusätzliche Änderungen machen. Hier steht nämlich zum Beispiel, dass ab und zu alle Spieler zusammengezogen werden für ein spezielles Event. Ne, wo die Leute dann von einer Single Lineup Champions mit verschiedenen Stärken ziehen können und was weiß ich. Und hier werden dann auch Schwächere benachteiligt. Das heißt, die, die gerade behind sind, haben die Chance zurückzukommen. Ne, also, ich denke, die werden noch so einen Ticken oben drauf machen. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Und man kann natürlich auch das Theme von Auto Chess sehr, sehr gut rüberbringen. Das heißt, in Dota Auto Chess gibt es ja verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel Untote, Tote, nicht ganz so Tote, Orks, Menschen, Zwerge und so einen ganzen Krempel. Und natürlich Berufe wie Hunter, Assassine, Krieger. Und das ist natürlich super einfach, ne? Hunter, Assassine, Krieger und Marksman, AD Carry, Magier, ich glaube, ich habe schon alles doppelt genannt. Supporter, das kannst du alles hier mit reinbringen, ne? Supporter könnte übrigens eine richtig coole, interessante Mechanik geben. Vielleicht gibt es wirklich so einfach eine Kategorie Supporter. Ja, die einfach so wirklich komplett unterstützende Champions nur. Wobei Kunkka ja auch eine Art Supporter ist, wenn man so möchte. Und natürlich könnte man aber auch so fraktionsweise vielleicht machen, ne? Das heißt, Demacia, Ionia, Noxus, und so Geschichten, ne? Bilgewasser. Hier, wie heißt es? Void. Also, ich denke, Möglichkeiten hat man hier genug. Ich bin nur an einer Sache etwas kritisch. Oder man kann zwei Sachen sagen. Sagen wir, die erste ist Earth. Riot bringt Earth nicht so oft. Da fragen sich ja bestimmt einige. Vielleicht hat der eine oder andere das mitbekommen. Weil immer, wenn Earth rausgebracht wird, ist es so. Die Spieler sind hier, dann kommt Earth, dann geht die Spielerzahl, gehen richtig nach oben. Und dann ist Earth vorbei und die Spielerzahlen gehen runter, tiefer als sie vorher waren. Hier waren sie vorher und dann gehen sie bis nach hier unten. Und dann deswegen sagt sich Riot, hey, das ist nicht so geil. Dota Auto Chess bzw. LOL Auto Chess könnte in der Sicht helfen. Erstmal ist das nicht LOL Auto Chess, sondern das heißt Team Fight Tactics. Ein bisschen lame, aber
akzeptiere ich so, könnte in der Hinsicht helfen, dass man sagt, hey, wir ziehen die Dota-Spieler zu uns rüber. Na, aktuell war es ja so, dass die LoL-Spieler zu Dota gehen, scheißen zwar komplett auf Dota, nehmen aber Dota Auto Chess halt mit, weil sie richtig Bock drauf haben. So könnte es halt sein, wenn dieses besser ist als Dota Auto Chess, dass die Dota-Spieler zu LoL rüberkommen. Sie scheißen zwar auf Ranked und Team-Ranked und Earth und was weiß ich alles es gibt, wobei vielleicht spielen sie mal irgendwann Earth und haben dann Bock, aber sie werden LoL Auto Chess spielen. Und dadurch sind grundsätzlich auch erstmal die Spielerzahlen. Ne? Dann guckst du in Twitch, zack, Spielerzahlen höher. Ne? Oder wo auch immer du halt guckst. Ne? Das könnte natürlich ziemlich gut sein. Vor allem, weil man nämlich natürlich hier auch ein bisschen RP ausgeben kann. Ne? Natürlich, es gibt Bilder. Hier gibt es zum Beispiel... Ha, Bilder. Versteht? Okay. Das heißt, hier gibt es einen Pinguin, hier gibt es einen super kleinen süßen Bluebuff, einen Maulwurf, so ein böser Poro, einen Huhn und einen Mini-Thrash. Ich finde, der sieht auch ein bisschen aus wie Kindle, aber hier ist das Schloss. Die kann man hier für ein paar RP kaufen. Hier steht was mit 57, hier steht was 94. Also... Ne, das ist natürlich auch cool. Nur, um auf den Punkt zu kommen. Die Frage, die ich mich stelle, ist, nimmt man sich vielleicht dann auch die eigenen Spieler weg? Weil dann alle Leute LoL-Auto-Chess spielen werden. Viele werden LoL-Auto-Chess spielen. Und die Zahlen, klar, League overall werden hoch bleiben. Oder höher gehen sogar. Weil auch Leute, die überhaupt nichts mehr, die von League gequittet sind, werden vielleicht wieder zurückkommen. Aber es kann halt sein, dass die Leute dann nur noch Auto-Chess spielen. Und dadurch wird dieses ganze Summoner's Rift, du musst länger Leute suchen für die Queue und dieses ganze Krempel, gerade im Challenger-Bereich oder im höheren Elo-Bereich, dann könnte es schwieriger werden, weil du immer länger suchen musst, bis du deine Teams zusammenkriegst, weil alle Auto-Chess spielen. Ihr könnt mir übel gerne eure Meinung dazu droppen. Die andere Sache, die ich sagen wollte, ist natürlich so ein Moralding, aber wir leben in 2K19. Ich meine, ne, es ist einfach geklaut, sagen wir es so. Ich habe jetzt keine Ahnung von den Hintergründen, vielleicht ist es auch nicht geklaut, vielleicht... Ich meine, aktuell kommen super viele Auto-Chess raus. Ich glaube, es gibt ja Auto-Chess Mobile und ich glaube, es soll noch ein Auto-Chess geben, habe ich irgendwo gehört. Ich meine, so ist es ja auch mit Battle Royale und so ist es mit allem, ne? Was alle anderen machen, das macht man halt auch selber. Und es passt ja in League of Legends auch sehr gut rein. Ihr könnt mir übel gerne eure Meinung dazu geben. Wie findet ihr das? Findet ihr das nice? Findet ihr das scheiße? Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht so cool? Und ich möchte noch ganz schnell etwas sagen. Es gibt Leute, die strecken ihre Videos auf 10 Minuten. Ne? Und ich finde, das ist super diskriminierend gegenüber den anderen Minuten. Was ist mit der 9., der 8., der 7., der 6.? Und deswegen strecken wir dieses Video auf 8 Minuten. Ja, einfach so. Das heißt, dieses Video hier ist eigentlich, ja, es ist kurz und nicht so richtig heftig informativ. Also klar, grobe Informationen. Aber eigentlich hatte ich gedacht, ich mache gar kein Video. Ne, ich werde jetzt gleich zum Sport gehen. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ne, so ein kurzes, kleines Video schadet ja nicht. Ne? Es schadet nicht, machen wir es, ist cool. Ne? Außerdem habe ich noch Haferflocken und Milch da. Das esse ich schon den ganzen Tag. Aber ja, man tut, was man kann. Wie viel haben wir? So, 6 Sekunden noch, Leute. 5, 4, auf Wiedersehen, tschüss, hab euch lieb und goodbye. Bis morgen. Tschüss.